Nicht nur in Fußballerkreisen weiß man, dass die südwestdeutschen Bundesliga-Clubs Waldhof Mannheim und 1. FC Kaiserslautern in letzter Zeit nicht besonders gut aufeinander zu sprechen sind. Von gut nachbarschaftlicher Beziehung keine Rede. Die Gründe, der sogenannte Stadionstreit und das Vertragsgerangel um Waldhof-Stürmer Fritz Walter. Vorgestern trafen sich die Vereinsvorstände zum längst fälligen Meinungsaustausch. Die Diskussionen dauerten bis 2 Uhr morgens. Man argumentierte in guter, sachlicher Atmosphäre. Das betonten beide Parteien übereinstimmend. Volker Kottkamp hat jetzt die Präsidenten gebeten, ihre Standpunkte noch einmal darzulegen. Herr Gruber, wie stellt sich aus der Sicht des SV Waldhof die Stadionfrage Ludwigshafen-Mannheim dar? Die Stadionfrage ist für uns eine ganz entscheidende. Wir haben unser Gesuch beim DFB laufen. Sie muss auch dort entschieden werden, da die Statuten einen anderen Weg nicht zulassen. Wir wissen, dass dort sehr fleißig gearbeitet wird und wir erwarten eine Entscheidung bis Anfang Mai. Wo will der SV Waldhof am liebsten spielen? Die Heimat ist Mannheim, das ist vollkommen klar. Aber wir müssen überleben, wir müssen arbeiten können. Und ich glaube, der Waldhof hat durch seine Struktur, Jugendarbeit, dann der Erfolg der ersten Mannschaft verdient, dass er eine Stätte angeboten bekommt, wo er lebensfähig ist. Und das ist derzeit in Ludwigshafen, bis eine Mannheimer Lösung gefunden ist. Wie auch der DFB entscheiden mag, im Augenblick gibt es doch für den SV Waldhof keine Alternative zu Ludwigshafen. Nein, aber wir können nicht sagen, wir wollen hier oder wir müssen hier spielen, wenn es die Statuten nicht zulassen. Wir sind dem DFB angeschlossen und sind auch auf die Entscheidungen dort angewiesen und die müssen wir abwarten. Wir haben immer unseren Standpunkt ganz deutlich gemacht, seit dem 5. Mai 1983 davor schon und jetzt wieder, dass der SV Waldhof in Mannheim spielen sollte, in der Stadt Mannheim und dem entsprechenden badischen Verbandsgebiet. Nun haben Sie sich ja gestern bei diesem Gespräch sicherlich auch ein bisschen sachkundig gemacht über die Mannheimer Fragen. Sehen Sie für den SV Waldhof überhaupt im Moment eine Alternative zum Südweststadion? Das ist nicht unser Bier. Wir haben uns also den Mannheimer Kopf nicht zu zerbrechen. Wir haben uns im Übrigen immer sachkundig gehalten von den Anfängen an, haben auch die Entwicklung dort sehr sorgsam beobachtet. Das haben wir gestern Abend auch sehr freimütig auf den Tisch gebracht, was uns da nicht so gefallen hat, jedenfalls aus unserer subjektiven Sicht. Da haben wir nochmal unseren Standpunkt deutlich bekräftigt. Unabhängig von Ihren Argumenten, der DFB muss und wird nun entscheiden. Was hat er denn überhaupt für Möglichkeiten zu entscheiden, wenn eine Alternative fehlt? Nun, das ist deutlich. Der 1. FC Kaiserslautern ist keine Entscheidungsinstanz, Waldhof auch nicht. Die Sache liegt wirklich beim DFB und die Alternativen haben wir nicht aufzuzeigen. Ich finde, eine Stadt in der Größenordnung Mannheims müsste also über ein bundesligataugliches Stadion sehr schnell verfügen. Uns sind gestern Abend die Schwierigkeiten deutlich gemacht worden, die nehmen wir wohl zur Kenntnis. Aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Interessenlage zu vertreten haben. Wir wollen ja keinen Konkurrenten sportlich auf Kleinflamme stellen, aber wir haben unsere ökonomischen Gesichtspunkte deutlich wahrzunehmen. Und das ist der Punkt, wo es zwischen uns eben Probleme gibt.